Schüler, heute machen wir weiter mit Lektion 16 und das Thema ist Judiths Jahr in Ecuador. Wir haben letzte Woche erfahren, dass Judith ein Jahr als Austauschschülerin in Ecuador war. Hier haben wir ein Interview. Lies bitte sie und notiert in Stichwörtern die wichtigsten Informationen über Ecuador, Gastfamilie und Schule. Dann machen wir weiter mit Aufgabe B3. Diese Sätze sind falsch. Schreib sie richtig. So, der erste Satz. Judith war 2 Jahre in Ecuador. Der Satz ist falsch. Judith war 1 Jahr in Ecuador. Also, sie war nicht 2 Jahre, sondern 1 Jahr in Ecuador. Die richtigen Sätze finden wir hier im Text. Ihr seht, hier steht 1 Jahr in Ecuador. Satz 2. Judiths Gastfamilie hatte 3 Kinder. Der Satz ist auch falsch. Wir schauen hier im Text. Meine Gastfamilie war sehr nett. Ich hatte eine Schwester, 16 Jahre alt. Mit ihr zusammen bin ich in die Schule gegangen. Und ich hatte noch einen kleinen Bruder. Er war 7 Jahre alt. Also, die Gastfamilie hatte nicht 3 Kinder, sondern 2. Wir sehen, dass die Sätze hier nicht im Präsens, sondern im Präteritum und im Perfekt sind. Also, um etwas Vergangenes auszudrücken, kann man das Präteritum oder das Perfekt verwenden. Was ist Perfekt? Perfekt ist eine Zeitform des Verbs, mit der Vergangenes ausgedrückt wird. Das Perfekt wird vor allem in der gesprochenen Sprache und in informellen Texten verwendet. Es wird aus einem konjugierten Hilfsverb haben oder sein und dem Partizip 2 gebildet. Hier ein Beispiel. Im Februar haben wir in der Schule Theater gespielt. Wie gesagt, Perfekt wird aus einem Hilfsverb, in diesem Fall haben, und dem Partizip 2 gebildet. Bei regelmäßigen Verben beginnt das Partizip 2 meistens mit G, dem Verbstamm, und dann kommt T am Ende. Hallo liebe Schüler, heute machen wir weiter mit Lektion 16b und das Thema ist Judiths Jahr in Ecuador. Wir haben letzte Woche erfahren, dass Judith 1 Jahr als Austauschschülerin in Ecuador war. Hier habt ihr ein Interview, lies bitte es und notiert in Stichwörtern die wichtigsten Informationen über Ecuador, Gastfamilie und über die Schule. Dann machen wir weiter mit Aufgabe B3. Diese Sätze sind falsch. Schreib sie richtig. Der erste Satz. Judith war 2 Jahre in Ecuador. Der Satz ist hier falsch. Also Judith war 1 Jahr in Ecuador. Die richtigen Sätze finden wir hier im Text. Also, ihr seht, hier steht 1 Jahr in Ecuador. Satz 2. Judiths Gastfamilie hatte 3 Kinder. Wir schauen hier im Text. Meine Gastfamilie war sehr nett. Ich hatte eine Schwester, 16 Jahre alt. Mit ihr zusammen bin ich in die Schule gegangen. Und ich hatte nur einen kleinen Bruder. Er war 7 Jahre alt. Also, die Gastfamilie hatte nicht 2 Kinder, sondern 3. Schreib bitte auch die anderen Sätze richtig. Was ist Perfekt? Perfekt ist eine Zeitform des Verbs, mit der Vergangenes ausgedrückt wird. Das Perfekt wird vor allem in der gesprochenen Sprache und in informellen Texten verwendet. Es wird aus einem konjugierten Hilfsverb, also haben oder sein, und dem Partizip 2 gebildet. Hier ein Beispiel. Im Februar haben wir in der Schule Theater gespielt. Wie gesagt, Perfekt wird aus einem Hilfsverb, in diesem Fall haben, und dem Partizip 2 gebildet.
Das bei regelmäßigen Verben beginnt das Partizip 2 meistens mit G, dann kommt der Verbstamm und am Ende steht T. Also G, der Verbstamm und am Ende T. Und hier noch ein Beispiel. Ich bin ins Kino gegangen. Also das Verb gegangen ist ein unregelmäßiges Verb, gehen. Hier haben wir das konjugierte Verb. Und hier sehen wir, dass das Partizip 2 bei unregelmäßigen Verben ein en am Ende hat. Also nicht t wie bei regelmäßigen Verben, sondern en. Und hier ist eine Liste von den Verben von Lektion 16, also von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben im Perfekt. Spielen, hat gespielt, tanzen, hat getanzt, lachen, hat gelacht, machen, hat gemacht, zeigen, hat gezeigt und lieben, hat geliebt. Und hier die unregelmäßigen Verben, fahren, ist gefahren, gehen, ist gegangen, tragen, hat getragen. Hier noch ein paar Beispiele. Sie lernt heute. Sie hat gestern gelernt. Ich esse einen Salat. Ich habe einen Salat gegessen. Du gehst heute zur Schule. Du bist gestern zur Schule gegangen. Wir tragen dieses Jahr eine Uniform. Wir haben letztes Jahr keine Uniform getragen. Also, wir haben bei den Beispielen gesehen, dass die Hilfsverben immer in Position 2 stehen und das Partizip 2 immer am Ende. So haben sein Position 2 Partizip immer am Ende. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Verben auf Karten schreiben und Memory spielen. Unten findet ihr noch einen Quiz. Viel Erfolg!